Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben gestern noch ein Update um die Ohren gefetzt bekommen. Und zwar sind wir jetzt unterwegs auf der Version 1.51.1.8. Die Mods funktionieren weiterhin. Und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da passiert noch was. Wir bringen jetzt erstmal ganz kurz, hätte ich bald gesagt, das sind zwar auch 500 Kilometer. Wow, die haben nochmal was an der Force Feedback gemacht. Der zieht ja noch mal ganz anders am Lenkrad. Muss ich mal eben ganz kurz gucken. Update. Mir schwan schon wieder Böses. Aber es ist alles okay. Gut. Genau, wie gesagt, es hat ein Update gegeben. Und eine Geschichte ist, wir könnten in Salzburg nochmal gucken, ob dieses Ding da von der Straße ist. Und das andere, ja, es wird gigantisch, sagen wir mal so. Und zwar sind die Kessbohrer-Auflieger ins Spiel gekommen. Das heißt, ihr müsst die natürlich kaufen. 3,99 glaube ich, habe ich bezahlt. Und dann habt ihr ein paar neue dabei. Unter anderem auch einen Gigaliner. Den werden wir uns später organisieren. Der ist nämlich noch mal länger als das, was wir bis jetzt im Spiel kennen. Wird lustig. Das wird lustig, definitiv. Vor allen Dingen werden dafür neue Stellplätze benötigt, die länger sind als normal und so weiter und so fort. Eventuell ist das in der 1.51 auch schon eingeflossen. Ja, Updates über Updates. Ich denke mal, das nächste Update wird unter Umständen kommen, wenn entweder irgendwelche Fehler behoben werden, gut wie immer. Oder aber wenn wir unser Griechenland bekommen. Und ich denke mal, Griechenland wird, ja, steht wahrscheinlich auch in den Startlöchern. Aber wir werden diese Tour jetzt erstmal zu Ende fahren. Und danach werden wir uns das Ganze mal angucken. Es ist natürlich in diesem Falle, oder in solchen Sachen, ist das natürlich blöd, ne? Wenn man jetzt einen Auftrag hat. Gut, wir könnten ihn abbrechen und dann natürlich direkt einen LKW kaufen. Ich würde auch mal versuchen, ob wir einen DAF dafür bekommen, dass wir mal wieder was anders fahren, der entsprechend PS aber auch unter der Haube hat. Das ist ja auch noch so eine wichtige Geschichte, ne? Achso, ich wundere mich gerade, warum der nicht schneller will. Na gut, mehr als 90 kann er eh nicht, aber ja, letzte Nacht war ich mal wieder geschlafen wie in Eimer Sand irgendwie, keine Ahnung. War furchtbar. Ich bin müde. Keine Ahnung, Problem mit den Augen mal wieder heute. Ich weiß es nicht. Der nicht richtig einkoppelt, das verstehe ich auch nicht. So. Mal schauen. Na, abgeschleppt. Hier aber mal nach links und versuche an dem vorbeizukommen. Mal gucken. Und dann holen wir uns auf jeden Fall mal diesen Kessbohrer-Auflieger. Das wird lustig. Also das machen wir auf jeden Fall. Wir hatten ja 500 Kilometer in etwa. Ich denke, das meiste wird Autobahn sein. Und sobald wir da angekommen sind, schauen wir uns die Auflieger an. Den nehme ich auch im Grunde genommen so, wie er da ist mit der Lackierung. Die haben richtig geile Lackierung. Nee, Quatsch, die Lackierung könnte ich ändern. Die haben richtig geile Lackierung dabei von Kessbohrer. Und ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Ding überhaupt auf die deutschen Straßen dürfen. Der ist der normale, jetzt lass mich lügen, haut mich nicht auf ein paar Zentimeter fest. Der normale Gigaliner hier, der hier im Spiel ist,
Die haben allesamt 20,7 Meter. Und der hat, glaube ich, 26,8 oder sowas. Also der ist nochmal so rund 6 Meter länger als normal. Das ist schon ein wildes Gefährt auf jeden Fall. Also ihr werdet ihn auf jeden Fall heute zu Gesicht bekommen. Fahren werden wir den allerdings erst in der nächsten Folge. So, hier ist ein Gliederzug, das passt auch. Mit den Abstürzen hatte ich euch soweit erklärt. Ja. Dann habe ich mir die Karte nochmal angeschaut. Also für den ETS, es gibt noch jede Menge Potenzial. Jede Menge. Und ich denke mal, wenn die Kartenerweiterungen durch sind, dass man dann vielleicht sagt, okay, wer diese DLCs hat, bekommt die und die und die Städte, dass es irgendwie Städteerweiterungen noch gibt und dass man vielleicht das Ganze auch ausweitet und aus Europa rausgeht. Was noch mega cool wäre, könnte man natürlich, ja, okay, wer beide hat, auch wieder dumm, weil der auch irgendwann ausgereist ist, dass man den zum Beispiel mit dem American Truck Simulator verknüpft. Stelle ich mir zum Beispiel so vor, dass man meinetwegen, keine Ahnung, wenn man in Amerika dann fahren will, dass man mit seinem LKW in Hamburg auf die Fähre fährt und die Fähre ja aufs Kreuzfahrt, ne, Kreuzfahrtschiff, nicht auf irgendein so ein Schiff halt, was da, ne? Ja, und dann schipperst du gemütlich in die USA rüber und dann kommst du da wieder an nach 568,9 Tagen und kannst dann mit deinem LKW die Tour im ATS dann fortsetzen. So eine Anbindung irgendwie. Das hätte auch noch irgendwie was Schönes, finde ich. Komm aber auch hier ganz gut voran, das geht wohl. Jetzt muss ich mal eben Augen zusammenkneifen. Ich hab hier hinten war. Ich glaube, ich habe ihm mal so ein bisschen die Vorfahrt genommen. Ach ja, so ist das Leben. Immer noch leichte Kopfschmerzen. Ich habe ja gestern erzählt, dass ich irgendwie meinen Kopf bewegt habe und dann hat es mal einmal Knack gemacht und wow, schöner Citroën. Toll, toll. Und Nerv eingeklemmt kurzfristig oder so. Auf jeden Fall scheint er so ein bisschen lediert zu sein. Ich krieg meinen Kopf nach rechts. Mittlerweile ein bisschen weiter tatsächlich rüber als gestern noch. Aber es schmerzt trotzdem, wenn ich ihn zu weit drehe. Und ja. Diese Schmerzen sind tatsächlich so, dass die echt über, ich sag mal, von Nackenbereich über die Schläfe, rechte Auge ins nicht vorhandene Hirn gehen. Hab mich übrigens gestern gewundert. Ich habe ein. Ich schreibe ja Texte und da ich selber nicht so firm bin, was Musik machen angeht, schmeiße ich die dann in ein KI-Programm und sage, okay, KI, mach mal aus meinem Text ein vernünftiges Lied. Und manchmal zur Unterstützung oder zur Verfeinerung, wenn es überhaupt nicht passt, nutze ich dann eben ChatGPT, der mir dann die Sätze vielleicht so ein bisschen umbaut, wie auch immer. Manchmal geht es auch genau andersrum. Und so, ich habe gestern gesagt, und das war wirklich nur dieser Satz zur KI, mach mal ein Lied gegen die Grünen oder mach mal ein Anti-Grünen-Lied. So, oder Anti-Grünen-Song. Oh. Und was dabei herausgekommen ist, textmäßig, ich wurde dann gefragt, boah, lädst du das hoch oder so? Sag ich, ja,
Ja, ich riskiere das einfach mal. Mal gucken, was der Algorithmus dazu sagt. Sag ich, im schlimmsten Fall wird das Ding halt gesperrt und mehr ist es halt nicht, ne? Und, nee, der Algorithmus hatte nichts dagegen einzuwenden. Und ich fand es sehr interessant, was die KI zum Thema Grüne zu sagen hatte. Das ist also, inzwischen müsste der Song, ich muss noch gerade gucken, wir haben aufgenommen. Ja, wenn ihr dieses Video hier schaut, ist es sowieso online. Ansonsten, wenn ich neue Songs habe, kommen die immer so gegen 11 Uhr. Und ich habe von ChatGPT auch eine KI-Sängerin erstellen lassen, die dann eben, ja, die quasi die weiblichen Titel dann singt. Und aber ich finde es interessant, dass ich sag mal, nach ganz, ganz vielen Jahren, wo ich ja notentechnisch halt nicht so bewandert bin, dass ich das alles so umsetzen kann, wie ich möchte, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, meine Texte in gewisser Weise umzusetzen. Das ist dann halt, als wenn du sagst, okay, pass mal auf, Freundchen, ich habe hier einen Text. Ich brauche da Sänger oder Sängerin für, die das macht, die, genau, der das macht. Brauche einen Sänger dafür, Entschuldigung, damit habe ich jetzt beide Formen. Scheiß Genderei, braucht kein Mensch, ey. Jeden Kanal, den ich abonniert habe, wo ich ein Gender-Dings höre, wird deabonniert. Und genauso, in dem Sinne sage ich mal, ja, keine Ahnung, Denunzierung von irgendwelchen Gruppen dann auch. Vor allen Dingen ganz besonders beliebt höre ich ja immer wieder, oh, die AfD-Wähler, die sind alle so blöd und hast du nicht gesehen. Und da muss ich dann sagen, keine Ahnung, ich meine, letztendlich macht man mit den Grünen nichts anderes, aber da haben wir ein Ergebnis von dem, was die machen und es lässt sich bestätigen. Es gibt Beweise für die Inkompetenz, die die an den Staat legen. Und das hast du bei den Blauen eben nicht. Ja, wenn man da hergeht und sagt, Leute, so und so und dies und jenes, und dann geht die Wirtschaft zugrunde und hast du nicht gesehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, also diese Creator, die haben keine Ahnung, die gelaufen anscheinend mit geschlossenen Augen durch die Gegend oder denen hat diese Brut noch nicht tief genug in die Tasche gegriffen. Gegen solche Hetze habe ich dann überhaupt kein Verständnis für, dass eben jemand, ich sag mal, fertig gemacht wird, ohne dass er überhaupt jemals irgendwas zu melden hatte, ne? Weil man kann es im Vorfeld auch nicht beurteilen. Ja, es mag sein, kommt man die Regierung bauen auch nur Scheiße. Ja, dann sind sie ja bei den nächsten Wahlen wieder weg. Aber wer will denn das Deppentheater da oben noch haben? Bin ja auch mal gespannt, Entschuldigung, dass es wieder ein bisschen politisch wird, ob denn Deutschland weiterhin jetzt Geld in die Ukraine stopft oder ob da endlich mal Ruhe ist, wenn die jetzt auch angefangen sind, Syrien anzugreifen. Na, Prost Mahlzeit. Was, ich weiß nicht, was der. Nee, ich brauche nicht fragen, was der Zelensky in seiner Birne hat, nämlich gar nichts. Weißt du, kleinstes Land, kommen kaum gegen Russland an, aber müssen sich noch mit weiteren Staaten anlegen. Das ist genau richtig. Und der Mensch merkt doch auch nichts mehr, oder? Mann, Mann, Mann. Nur meine Meinung ist, von mir aus, wer in die Politik will, muss irgendwann mal irgendwas gearbeitet haben, das zum einen. Eventuell muss er auch studiert haben, Doktorarbeit, wenn zum Beispiel vielleicht irgendwelche, ja, ich sag mal, höheren Ämter bekleidet werden sollen, wie zum Beispiel Bundeskanzler oder jetzt, ich sag jetzt mal, Außenminister oder sonst irgendwas. Da kannst du nicht jeden Hans und Franz ranlassen, das geht nicht. Das funktioniert nicht. So, wenn du was gelernt hast, kannst du was werden, ansonsten darfst du gerne der Partei beitreten. Aber höher kommen wirst du nicht. Und vor allen Dingen musst du deine Doktorarbeit selbst geschrieben haben und nicht irgendwo abgeschrieben. Das wäre ja so, genau. Dann wird es nämlich sowas, was da jetzt aktuell läuft, nicht geben. Ja, man kann wirklich so sagen, die, ne? Unser Bündnis 90, die Grünen, die reißen so richtig schön alle mit runter. Allesamt.
Aber klar, unser Kanzler, der ist natürlich auch beratungsresistent, ne? Anstatt dass er jetzt wirklich die Reißleine zieht und nein, aber er ist fest davon überzeugt, dass er dann im nächsten Jahr wieder als Kanzler antritt und auch wieder gewählt wird. Die Frage ist natürlich, unter normalen Umständen wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Gut, mit dem Habeck oder so oder einer Baerbock werden wir als Kanzler auch nicht besser bedient, im Gegenteil. Die Frage ist nur, wenn er so überzeugt davon ist und auch deswegen nicht, ich meine, wenn er jetzt die Vertrauensfrage stellt, ist er weg, das weiß der auch, deswegen macht das ja nicht. Entschuldigung, das war ja damals bei unserem Schmidt noch anders. Der hat gesagt, Mensch, wir erreichen nur noch 40% bei den Umfragen. Ich stell doch mal die Vertrauensfrage. Und dann war er weg vom Fenster. Aber er war überzeugt davon, dass er halt nicht gehen muss. Und man hat das ja damals miterlebt. Er hat gesagt, das schafft er nie. Beziehungsweise, dass das so ist. Aber was ist denn hier los heute Morgen wieder? Dass er dann quasi aus dem Amt gewählt wird. Und heute, ich meine, der weiß ganz genau, aber irgendwas haben die vor, was ihn so sicher macht, dass er im nächsten Jahr wiederkommt. Was ist das denn? Ist das ein K? Ist das ein K-Mann? Ist das, ja doch, müsste ein K-Mann sein, oder? Da links? Ja, jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Irgendwer denkt an mich und küsst einen anderen. Daniel! Ja, ich denke, Dani wird mit Suno auch ein bisschen weitermachen. Sie hat damit jetzt ein Lied für ihre Schwester kreiert für den Geburtstag. Das ist cool geworden. Auch ein paar Versuche gemacht. Leider hast du, wenn du kostenlos unterwegs bist, hast du nur maximal. Maximal 5. Denn ist ja erstmal Schicht und so für einen privaten Gebrauch kannst du es ja auch benutzen. Textemäßig ist das nicht immer ganz einfach. Aber da finde ich gut, man kann im Zweifel sagen, Mensch, die und die Idee habe ich, was würdest du davon machen? Dann kann man das mal verfeinern lassen von ChatGPT. Und oder schreibt dann selbst, oh jo, das ist ganz gut, aber hier und da und das, dieses, jenes, welches, das passt mir nicht, das Wort kenne ich nicht, oder? Ach so, ich habe übrigens dann auch ein Pro-AfD-Lied gemacht. Und obwohl das Lied, das Wort AfD nirgendwo fällt in dem Song, weiß man, wo es hingehört. Das werde ich wahrscheinlich dann auch hochladen und das wird wohl dann am Freitag. Ne, warte mal. Doch klar, am Freitag müsste das dann kommen, spätestens Samstag. So, wir bleiben auf dieser Strecke. Wir haben jetzt noch 30 Kilometer vor uns. Dann sind wir 18 Minuten gefahren. Und dann gucken wir uns die Kässbohrer auf Liga an. Ich muss hier raus. Naja, ich habe jetzt gerade ein bisschen gepennt. Ich habe jetzt auch nicht geblinkt. Und dann würde ich dieses Gespann zwischen den Folgen fertig machen, sodass wir dann morgen früh mal mit dem Geschoss fahren. Und ich schaue einfach mal, ob ich den stärksten Scania rankriege und ob ich, der Scania sei schon, den stärksten DAF rankriege und ob ich das Ganze damit fahren kann. Es fehlen ja sowieso LKW, ne? Die neuen Mercedes zum Beispiel, auch mit diesen nicht mehr Spiegel, sondern Kamera, glaube ich. Das haben nur die neuen, ganz neuen. Oder ich habe einfach nicht richtig geklickt und es nicht gesehen. Was haben wir noch? Der Iveco auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum der nicht kommt. Und gut, Renault hat auch ewig gebraucht, aber. Oje, Are Bolfenk. Was ist Are Bolfenk? Maribor Center. Center kann ich lesen, da kann ich mir. Ach so, da geht es auch zu einer Seilbahn. Okay. Also ich fahre heute wie so ein, keine Ahnung, du.
Kupferanfänger. Junge, ist die Scheiße denn so schwer da hinten drin, dass der nicht mehr vorwärts kommt, wenn man mal ein bisschen langsamer fährt? So, da fahren wir drauf. Dann haben wir es geschafft tatsächlich, tourenmäßig. Alter, ich steht ja schon wieder. Was denn hier los? Das Ding denn so schwer da hinten drauf? So, hier drauf. Irgendwo hier hinten hin. Irgend so was moddet sind da hinten wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich stehen wir sowieso genau falsch rum. Okay. Kriege ich den rumgezogen? Wahrscheinlich nicht, ja. Ist schlecht für einen Auflieger, ich weiß, aber es ist ja nicht meiner. Boah, das ergibt knirschende Reifen. Ja, die, ne? Die so schön über den Boden gewalkt werden. So, einmal gerade ziehen. Der ist echt träge irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Okay, einmal abhängen. Hat natürlich ausgezeichnet geklappt. Genau, und mal einmal auf Fortfahren. Level 200. Gut, ich fahre den mal einmal kurz an der Seite und dann den Gang raus. Der ist echt träge, ey. Gut. So, und jetzt schauen wir. Service, pass auf, Aufliegerhändler, da müssen wir hin. Kessbohrer, da sind sie. Also, wir haben natürlich auch hier diesen Container. Wir haben hier für schwere Maschinen und hohe Fracht, also wohl so für, auch dann für Schwertransporte und so weiter, den könnte man sich dann auch irgendwann mal zulegen und mal gucken, was damit passiert. Ja, dann hier die üblichen Verdächtigen, ne? Was haben wir denn hier in Curtin? Also ein Planenauflieger, hier auch ein Planenauflieger. Hier ein ganz normaler Tiefbettauflieger. Hier auch wieder ein Planenauflieger. Hier einer für, ja, ätzende, giftige, andere Flüssigkeiten, Tankauflieger. Hier 13. Genau, und hier auch nochmal einen ganz normalen Trockenfrachtkoffer. Und interessant ist das Ding hier. Der hat eine Länge von... Okay, ich habe sogar untertrieben. 28,60 Meter.
Wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei Kögel mal reinschauen, bei Kögel haben wir sie gar nicht. Feldbinder hat sie, glaube ich. Ja, doch, hat sie auch. 2270, der ist schon etwas länger. Bei den Standard-Trailern können sie auch bald rausnehmen, wahrscheinlich. Na gut, die brauchen wir. Haben wir hier 2270. 2270. Ja, das ist also. Genau, stecken alle bei 2270 fest. Egal wen du hast, du kriegst nichts Längeres. Und ja, auch 2270, 2270. Brauchen gar nicht weiter gucken. Und ich würde jetzt einfach mal gucken, dass wir uns den hier gönnen. Ändern mal ein bisschen oder gucken uns mal die Ausführung an. Das gilt im Prinzip dann so gesehen für alle. Also das ist klar. Entweder ein Einzel oder hier der Doppelte. Dann können wir sagen, Curt Insider oder Curt Insider lackiert. Wir können 3 plus 2 plus 3 Achsen. Das ist das, was wir jetzt haben. Das im Übrigen auch HCT Double. Ich weiß jetzt gar nicht, Double. Ah, okay. Hier sitzen die. Okay, bei dem sitzt das Ganze alles etwas weiter hinten. So, jetzt haben wir unsere Lackierung natürlich. Die gucken wir uns mal eben an. Ganz normale Cas-Bohrer, die finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Ja, hier auch 125 Jahre. Das ist dann die, die aktuell drauf ist. Und hier dann eben auch viel. Nichts vieles, was in diese Richtung eben geht. Welchen ich cool fand, ist der hier. Ne, Quatsch, der nicht. Wo ist er denn? Casper, den hier. Den finde ich ganz, ganz cool. Dann haben wir hier diese hier. Red Arrow. Und Speedline. White Arrow. Also sind alle am Start. Ich würde mich jetzt persönlich aber tatsächlich für den hier entscheiden. Den finde ich am coolsten. Ich fände den hier noch cool, wenn man den noch in der Farbe ändern könnte. Wenn ich den in weiß mache, sieht er fast aus wie meine Bettwäsche. Okay. So. Schauen wir uns an, was wir anbauen können. Das ist Standard, ist also dran. Den hier können wir drunter bauen. Hier haben wir auch verschiedenste Seitenverkleidungen. Wir hier haben 2000, das sind dann die größeren lackierte Box. Lebensmittelfach. Ja, was zu essen ist immer gut, ne? Große Kiste. Seitenverkleidung, Ersatzrad. Das Ganze auch im schicken Schwarz. Ja. Wir nehmen mal das hier mit dem Lebensmittelfach. Weil gegessen werden muss immer. So, dann haben wir natürlich unsere Räder, Michelin. Das würde ich jetzt einfach erstmal so lassen. Mache ich erstmal einfach gar nichts, sondern das lasse ich alles auf Standard. Hier hätten wir dann eben Abdeckungen. Wir lassen mal das dran. So, dann kommen wir hier. Das ist UK und das ist eben für Deutschland. Das hier ist Standard, das Anhängemaul da hinten dran. Könnte ich eine Stahlstoßstange nehmen oder eine Gummi. Wir lassen das mal bei Gummi. Hier das Übliche natürlich, wieder hier diese Abdeckung hier oben drauf. Cool, warte mal, er hat da die mit dem weißen Rand. Dann würde ich die hier auch wieder wählen, damit das einheitlich aussieht. Genau. Auch hier kann man wieder den Unterfahrschutz auswählen, aber ich glaube, der ist genauso breit. Kunststoffbox, genau, das lassen wir auch so. Hier machen wir nichts dran. Was haben wir hier denn? Ersatzrad.
Kunststoffbox. Ja, komm, wir machen Ersatzrad hinten drunter. Machen wir hier auch wieder den dran. Ja, haben wir jetzt verschiedenste. Hier haben wir lackiert. Exklusiv. Standard. Wir nehmen mal exklusiv. Exklusiv ist immer gut. Hier können wir auch wieder Gummi dran bauen. Ah ja, Fahrzeug mit Überlänge. Okay. Kann man machen. Warum es den hier nicht in Deutsch gibt, ist mir ein bisschen schleierhaft, aber okay. Ja, und so können wir den jetzt erstmal mal kannst du noch einen Staukasten dran bauen. So würde ich den jetzt erstmal lassen, bestätigen. Und wir kaufen den. Und wir sind jetzt aktuell hier, ne? Graz. Ne, wo sind wir denn? Marburg. Wir schicken den mal nach Marburg. Ach, guck mal. Seht ihr das? Ah. Also mit dem Ding darfst du tatsächlich nicht überall fahren. Also schicken wir ihn nach Trelleborg. In die Garage. Ist aber auch ja nicht schlimm. Achso, in Malmö, sagt er. Okay. Gut. Dann werden wir wohl eine Skandinavien-Tour machen. Also er steht jetzt in Malmö. Ich werde noch einen LKW dazu besorgen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit diesem Schlachtschiff hier. Das ist ja schon Wahnsinn. Vielleicht versuche ich auch mal mit dem Ding, je nachdem, welche Frachten wir kriegen, dann damit nach Deutschland zu kommen. Und ich gucke mir jetzt erst noch mal den LKW-Händler an. Und wir schauen mal, was wir hier eventuell mal bei DAF kaufen können. So, da können wir auch hier kaufen. Guck mal. Online kaufen. Was haben wir da denn? So, das sind ja verschiedenste XF. Gut, dass ich da so viel Ahnung von habe, nämlich gar keine. Ich glaube, das hier sind die XF Superspace. Das sind ja eigentlich die großen, oder? Und das hier sind die beiden, ach so, das sind die neuen, die kleinen, genau. Also ich würde dann tatsächlich den hier mal nehmen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Richtig, genau, Super Space. Und wir haben hier 6x2 Taglift. Eigentlich alles egal, da ändert sich auch an der Länge nichts. 530 PS, naja. Das hier lassen wir auf 12 Gänge Retarder. Innenausstattung. Exklusivline. Okay. Das ist exklusiv mit Orange. Aha. Wir gucken mal. Ich lasse die mal erstmal so. Dann gucken wir uns nämlich jetzt die Lackierung an. Das wäre dann nämlich das Original Orange und da passen dann auch die Sitze tatsächlich dazu. So, jetzt kann man das hier nehmen. Guck mal, was wir noch hier angeboten bekommen. Und natürlich Halloween. Auch schon einige Lacke. Die sind aber längst nicht alle. So, wenn du mit sowas durch die Gegend fährst, musst du dich ja bald schämen heutzutage. Das ist ja mal leider so. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Unity Edition, Super Space Cap, okay. Hier wäre es natürlich jetzt cool gewesen, wenn man den passenden dann hätte, ne? Aber egal, wir lassen den jetzt mal hier in diesem schicken Orange. So, jetzt bauen wir noch ein paar Sachen an. Wir nehmen hier die das Ding, bauen wir hier einen Lampenbügel dran. Hier will ich immer unseren Michelin-Mann haben. Hier oben basteln wir die drauf.
immer so richtig, es ist was anderes. Hier hinten, genau das haben wir. Nein, dann lass. Nee, dann nehmen wir sie nicht. Alles gut. So, das ist hinten an der Rückwand. Nehmt den. Flaggen machen wir nicht. Lackierte Spiegel. Was hatten wir? Hier kommen die üblichen Verdächtigen rein. Ihr wisst, welche Schilder das sind. Wer lange genug zuguckt, weiß es. Und die zwei fahren halt immer mit. So, anwenden. Jetzt haben wir das doch zusammen gemacht. Egal. Darf Eindopen Emblem LED, das nehmen wir. Ach, guck mal, das kommt dann in die Scheibe, okay. Cool. Was haben wir hier denn noch? Das machen wir nicht. Das hier. Komm, lackiert. Genau. Muss alles leuchten. Mehr RGBs, mehr PS, weißt du? Okay, nein, natürlich nicht. Das ist original, das ist Dash. Ich nehme das. Ich lasse das auch tatsächlich, ich glaube, ich lasse das schwarz, oder? Zwar Plastik, aber egal. Das machen wir wieder orange. Das haben wir. Genau, hier sind wir dann jetzt bei den Eintrittsstufen. Hier mit Fußmatte drin. Genau. Perfekt. Darf Eindoven Spezial. Lackiert. Da machen wir die ran. Das war ja die Stelle. Hier machen wir so Print Extension. Ah ne, Paint. Full Paint, genau. So. Jetzt kämen die Räder. Bei den Rädern bin ich auch immer unschlüssig. Ich nehme immer die, wo ich den... Ja, wo ich den meisten Kraftstoff spare, sagen wir mal so. Hier mache ich jetzt auch einfach. Ich habe gerade keine Lust, den komplett hier zu machen. So, Vollschutz nehmen wir hier natürlich. Hier nehmen wir auch irgendwie Klasse A oder so. Guck mal hier, den hier. Anmalen. Den. Den. Auch ein bisschen bepinseln. Gucken wir mal, was wir eben an Chrom rein. Ich lasse die Schrauben jetzt einfach mal übrig. Das mache ich dann später. Standard Black Chrome. Auch was, oder? Das mal Black machen. Haben wir das hier auch? Tatsache. Cool. Dann können wir nämlich hier in der Mitte... Komisch, ne? Es gab mal Kappen von DAF. MAN, Standard Paint. Little Rider DAF, die nehmen wir. So. Die Schrauben. Jetzt machen wir sie doch. Das sind Ringe. Und
Und hier bauen wir Orange rein. Genau, so machen wir das. Guck mal. Ja, geil. Machen wir dann dasselbe. Da hatten wir die drin. Die werden jetzt mal angemalt. Und hier war dann ja auch die, müsste auch eine Dartscheibe dabei sein, oder? Genau, perfekt. So. Ich glaube, die sieht man hier gar nicht. Hier machen wir auch wieder die hier. Schön in Orange. Passt perfekt. So, was haben wir hier denn? Oh, das Orange machen ja, wa? Und hier, da machen wir einfach Darf Eindhoven. Hier hätte ich gerne, boah. Oh, die kommen ein bisschen unscharf, kann das sein? Egal, wir machen es einfach so. Das machen wir so. Dann würde ich sagen, haben wir unseren Traggly Track auch schon fertig. Wir gehen nochmal ins Innere. Da sind wir ja auch schon gewesen, dass wir das Orange gemacht haben. Das ist klar, das Lenkrad. Da können wir jetzt natürlich auch das Exklusive nehmen, was dann hierzu passt. Sieht ein bisschen aus wie mein altes Speedlink-Lenkrad. So, dann nehmen wir das da drauf. Nö, das. Wurzelholz. Ne, hier kommt das ganz normale. Guck mal. Packen wir hier noch ein paar Sachen hin. Was nehmen wir denn mal hier? Eine Dose Red Bull. Hier eine Cola Zero noch. Zigaretten brauchen wir noch. Hier, komm her, Marlboro. Müssen ja alle vollpacken hier, ne? Gibt's eine Duft-Tasse? Bayern, München, wer will denn sowas? Oh, komm, erstmal Aschenbecher dahin, genau. Ich hätte gerne eine Duft-Tasse. Die gibt's doch bestimmt, oder? Gollum. Was ein Scheiß hier teilweise, ganz ehrlich. Minzbonbons von Goodyear. Aha. Hannover-Tasse, okay. Renault Krone, Renault Schmitz. Tiersahn-Kaffeebecher, Wielton. Darf Eindhoven-Becher hier. Darf Schwarz, wow. Darf XF, die sieht cool aus. Passt auch schön hier rein, oder? Kommt bei noch einen zweiten Becher dahin. So, wir brauchen Becher. Können wir da noch irgendwas hinpacken? Hier, Schatzis Medikamente. Wo sind die? Dürfen die Medikamente nicht verpennen? Waren ja auch irgendwo. Da, guck hier. Schön in der Sonne legen. Okay. Ja, hier machen wir tatsächlich nichts, das ist so. Wir machen Orange. Lange Folge heute, das will ich euch mal sagen. Bald wieder Halloween. Disco-Kugel. Genau, wir hängen uns da eine Disco-Kugel rein. Irgendwas in Todesstern da rein. Wie wäre das denn? Genau. So, da kämen irgendwelche Flaggen. So, kann ich denn die Süße hier draufsetzen?
Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, mein Schätzelein? Da ist sie denn. Da ist sie denn doch, ne? Guck mal. So, hier unten. Ach, was weiß ich. Schmeißen wir auch noch irgendwas rein. Ein paar Becher, genau. Ey, guck mal hier, Bier, ey. Ja, unglaublich. Custom-Bier? Nee, wir sind ja brav, da packen wir wieder unsere Tasche hin. Wo sind die mit den roten Rändern? Finde ich ein bisschen schöner sogar. Michelin-Tasche. Kleine Reisetasche. Genau, so E-Gitarre braucht man auch im LKW unbedingt. Den Hut nicht. Gibt es eine Decke? Eine Kess. Komm hier, da kommt jetzt eine Kessbohrer-Decke drauf. Die passt zwar von der Farbe nicht, aber egal. Und was haben wir? Hier haben wir noch ein Kessbohrer-Kissen, haben wir auch noch. Guck mal. So machen wir das, haben wir als Werbegeschenk bekommen. Nehmen wir mit. So, bestätigen. Dann können wir die Karre jetzt so kaufen. Und die würde ich dann tatsächlich da oben auch hinpacken. Einen freien Platz. Scheiße, ist kein freier Platz. Ach so. Ist doch. Nee, da ist keiner. Doch, da. Okay. Okay. So, ich werde jetzt noch Folgendes machen. Ich schnapp mir den LKW. Wir haben lange genug heute. Meine Güte. 46 Minuten, das ist unglaublich. Ich setze Timestamps rein, auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen, wenn wir dann mit diesem Geschoss durch die Gegend fahren. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Vergesst das Abo und Däumchen, netten Kommentar nicht. Wir sehen uns. Tschüss. Timestamps rein, auf jeden Fall.